So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Allgäuer Moorkarte. Ja, ihr seid genau richtig hier bei den Simmo-Freunden. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Was ich hier besorgt habe, ist Folgendes. Und zwar Saatgut, Diesel und Dünger. Denn auf unserem Getreidehof haben wir zwar ein Dünger- und Kalklager, aber das lässt sich leider nicht mit Kalk befüllen und auch nicht mit Dünger. Kalk kann man zwar kaufen, und zwar unten, ziemlich unten in der Mitte bei der Reizmar. Allerdings kann man da nicht mit dem Hänger hinfahren und den voll machen und dann im eigenen Lager abkippen. Das funktioniert leider nicht. Und ja, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mit dem Kalkstreuer die ganze Zeit zur Reizmar zu fahren, wieder zurück zum Hof. Und ja, deswegen stelle ich mir jetzt am Hof hier so ein Servicemodul hin. Und dann können wir da immer schön locker flockig auftanken. So, jetzt ist hier noch ein bisschen Stau. Ich habe nämlich die Felder 19 gekauft und geerntet und Feld Nummer 12 gekauft und geerntet. Normalerweise, wir hatten ja hier das extra große Feld Nummer 11 gekauft. Aber kalken konnte ich, nur leider nicht ansehen. Dann bekam ich die Meldung, sie besitzen dieses Feld nicht. Das müsste man vielleicht nochmal überarbeiten, liebe Freunde des Lohnunternehmen Wild. Aber gut, bis dahin warten wir einfach. Vielleicht kommt da nochmal ein Fix. Und in der Zeit lassen wir das Feld einfach brach liegen und kümmern uns hier um unsere neuen Felder. Ich hoffe, dass die anzusehen gehen. Schauen wir einfach mal. So, dann würde ich sagen, räumen wir hier erstmal die Dreschergeschichten auf und fahren das hier wieder zurück zum Hof. Das hier oben ist ja unser Getreidehof und deswegen packen wir da auch die ganzen Dreschergeschichten hin. Hier, ihr seht, der Kalkstreuer wartet schon auf seinen Einsatz und da hinten, wir steigen mal eben aus, hier ist nämlich auch dann dieses Kalk- und Düngerlager. Also ich gehe davon aus, denn das hier ist nichts komischerweise, aber ja, auf jeden Fall kann ich hier auch nichts auffüllen. Das ist sehr schade. Saatgut können wir auffüllen, das ist ja hier. Ja, und hier wäre auch Dünger, aber ich versuche natürlich irgendwie da Kalk rauszukriegen. Naja, schauen wir einfach mal. Und zur Not können wir dann einfach, wenn es sein muss, sind wir flexibel einsetzbar und können dann auch am Feld betanken. So, hier hatte ich einen Kercher besorgt. Können wir hier nämlich die ganzen Geschichten erstmal sauber machen. Denn Fahrzeugpflege ist ja das A und, richtig, das O. So, hier ist der Abtanker, genau. Ja, dann können wir den auch schon mal mitnehmen. Können wir das schon mal leer machen hier. So, dann kommen wir mit hier. Ja, aber nicht ganz so schnell, ne, wenn es geht. Ich muss ja hier nicht mit Höchstgeschwindigkeit übers Feld pirschen. Denn wir sind ja hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht, ne? Das sage ich auch immer wieder. Und wir wollen ja hier ein bisschen entspannen, ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen relaxen. Genau so muss das sein. Ja, wirklich eine sehr schöne Karte, muss man ganz klar sagen. Die Texturen gefallen mir mega, mega, mega gut. Die Bäume sind auch super geil mit dem Moos da unten dran und so. Das fetzt schon alles, ne? Das sieht schon alles sehr, sehr real aus. Nur gibt es hier leider doch noch zwei, drei Problemchen, die es dringend zu beseitigen gilt. Beispielsweise habe ich drei Folgen aufgenommen. Mit Häckseln, mit BGA, mit und pipapo, alles drum und dran. Also eigentlich den Sinn dieser Karte.
Denn sie schreiben ja ganz klar, hier geht es mehr um Silage machen, um BGA befüllen, um Mais häckseln und so weiter. Da habe ich gedacht, ja gut, dann probiere ich das doch einfach mal, zusammen dann auch mit dem Tablet. Das Problem ist nur, wenn ich die BGA befülle und sie über das Tablet einschalte, damit sie halt auch für uns arbeitet, denn erst dann kriegen wir auch Geld, ansonsten kriegst du hier noch kein Geld. Ja, und wenn ich die BGA dann übers Tablet einschalte, dann friert das ganze Spiel ein. Ich habe die Log voller Error Luas und ja, bis hin zum Spielabsturz. Und das ist natürlich jetzt nicht so schön. Die Aufnahmen sind natürlich alle futsch. Aber gut, ja, deswegen haben sich hier ein paar Dinge geändert. Zum Beispiel den John Deere, den ihr eben gesehen habt, der ist neu hier auf dem Hof. Hatte ich, ja, wie gesagt, in einer der letzten Folgen vorgestellt. Aber gut, die ist kaputt. Kaputt-Folge diese. Egal, kannst nichts machen. Das ist der Frust derjenigen, die hier aufnehmen. Der eine oder andere kann das wahrscheinlich bestätigen. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben. BGA? Fragezeichen. Funktioniert das bei euch? Könnt ihr Silage machen? Okay, das kann ich auch noch. Ich war zum Beispiel an der Wald-BGA jetzt, ne? Ich habe Silage gemacht und habe dann in diesen Alligator ordentlich was eingefüllt. Hab dann über das Tablet die Wald-BGA angeschaltet und danach war die Lok voll mit Errors. Ich habe weder Geld bekommen, ich habe weder irgendwas. Einfach ist mein Spiel abgestürzt. Das war das, was dabei rausgekommen ist. Ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch funktioniert. Würde mich echt interessieren, ob das vielleicht an mir liegt, ob das vielleicht doch an der Karte liegt. Ich habe echt keine Ahnung mehr. So, wir gehen mal einen Schritt schneller. Denn wir müssen hier unseren Service-Trailer noch holen, jawohl. Mit dem altbewährten Unimog. So, dann versuchen wir mal, ich habe nämlich noch Kalk im Kalkstreuer. Jetzt versuchen wir mal, ob wir da dann auch Kalk aufgefüllt kriegen. So, und dann die, welche Plattform, ach so, die hängt da unten. Also die 5 drücken wir mal, genau. Ist das jetzt Diesel? Ja, das ist Diesel. Okay, dann ist das hier rechts Saatgut, dann ist das da hinten. Okay, 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 okay. Wir können auch nochmal den Masten ausfahren hier. Jawohl. Arbeitslicht links. Okay. Das mit dem Licht ist immer noch so eine Sache hier. Ey, wir können ja aber auf jeden Fall mal... Boah, mal richtig... Ey, Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Oh, gut, ja. Dann versuchen wir mal, dass wir hier den Kalkstreuer aufgefüllt kriegen. Nee, leider nicht. Schade. Oder sind wir einfach nur nicht in Reichweite? Nee, nee, ich komme auch gar nicht dicht daran. Jetzt versuche ich das nochmal bei der blauen Tonne. So, hier würde was gehen, oder? Nee, auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich dann den Düngerstreuer einmal leer machen, um dann normalen Kunstdünger einzufüllen. Ich hätte es gerne mit Kalk gemacht, aber jedes Mal bis zur Reizmatt zurück. Ja, das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der ganzen Düngeraktion hier. Aber ist ja kein Problem. Dann nehmen wir halt Kunstdünger. Solange, bis die Kühe dann mal anlaufen. Was allerdings noch ein bisschen dauern könnte, denn wir müssen da erst noch Futter herstellen. Apropos Futter und Geld. Wir können gleich mal zu den Schafen gucken, denn die erste Wolle ist fertig.
dann können wir die nämlich auch nochmal verkaufen fahren, damit ihr seht, falls ihr den Wolleverkauf sucht, den habe ich nämlich auch etwas gesucht, damit ihr jetzt schon mal sehen könnt, wo der ist auf der Karte, damit ihr entspannt losfahren könnt zum Wolleverkaufen. Ja, wir werden dieses Stroh, was hier liegt, auch erstmal wieder mit einarbeiten. Also mit eingrubbern. Denn, ja, wir brauchen wirklich, also wir brauchen noch keine Strohballen. Wir könnten natürlich schon mal welche machen, was wir haben, haben wir. Aber das würde ich dann wirklich erst, damit es dann auch frisches Stroh ist, würde ich das erst beim nächsten Mal machen. So, der schöne alte Deutz hier. Der ist im Übrigen auch neu. Habe ich mir hier auf den Hof geholt, weil er mir einfach gefällt. Diese alten Klassiker sind halt einfach, ja, gerade zu Beginn ist es authentischer, wenn du mit so alten Geschichten hier ankommst und nicht gleich mit einem 900er Fendt oder sowas. Das kommt auch noch früh genug. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Jetzt würde ich aber sagen, lassen wir den erstmal hier stehen. Und genau, so. Wir haben hier Gras eingefüllt in den neuen Futtermischer, den ich ja eigentlich erst später kaufen wollte. Aber gut, jetzt haben wir ihn. Und das fahren wir jetzt hier mal zum Verfüttern. Ich möchte nur gerne vorher einmal speichern. Sicher ist sicher. So, Dankeschön. Und jetzt fahren wir hier mal zum Auskippen. Jawohl, sehr schön. Sehr schön. Gut, das war's auch schon. 6 Tage, jawohl, danke. So, dann fahren wir den mal wieder hinten zum Unterstand, damit das Gras nicht nass wird. So, und das mit den Münzen, das zeige ich euch auch nochmal kurz. Das ist auch so eine Sache für sich. Da haben wir mittlerweile 123 von 100. Vielleicht kann man ja irgendwo diese Münzen auch verkaufen. Dann hätten wir finanziell keine Probleme mehr. Echte Goldmünzen sind natürlich sehr gefragt hier. Im Allgäuer Moor. So, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal die Palette da drauf. Auf unseren Oldschool Chevy. Der sich zudem auch noch sehr gut anhört. Wo hänge ich denn jetzt? So, müsste theoretisch reichen. Und wie sieht es hier hinten aus? Ja, das sieht gut aus. Na? Und wie sieht es aus? Irgendwie? Ja, perfekt. Sehr schön. Gut, dann fahren wir mal die Wolle verkaufen. Lassen den Anhänger hier stehen derweil. So. Und dann sperren wir mal Alt links und Numpad plus. So, jetzt ist die Wolle gesperrt. Das heißt, sie kann nicht mehr verrutschen. Und dann fahren wir mal los zum Wolleverkauf. Mal gucken, was dabei rumspringt hier. Was dabei rumkommt, wollte ich sagen, und rausspringt. Naja, was dabei rumspringt, gucken wir mal. Die Wolle auf jeden Fall kann nicht rumspringen. Die haben wir jetzt befestigt. So, wir müssen noch mal eben gucken. Genau, wir müssen jetzt nach rechts. Genau, und dann bis zum Kreisverkehr. Und am Kreisverkehr wieder nach rechts. Okay, das kriegen wir da hin. Wir fahren hier mit schlappen 65 km/h. Der schafft, glaube ich, in der Spitze 121 oder so, ist für mich aber wirklich ein bisschen übertrieben.
Wir wollen ja hier nicht irgendwie Need for Speed spielen oder Project Cars. Nein, wir spielen hier den Landwirtschaftssimulator und deswegen sind 65 km/h für mich völlig ausreichend. So, dann sind wir auch schon am Kreisverkehr. Heißt, wir gucken nochmal kurz aufs Navi. Genau, jetzt nach rechts. Und dann nachher nach links zum nächsten Kreisverkehr. Jawohl. Und wir können auch einfach mal das Fenster aufmachen hier, damit hier einfach auch mal ein bisschen Frischluft reinkommt. Denn ich bin hier so im Stress, ich war noch nicht einmal duschen. Klingt eklig, ist aber so. Denn wir haben hier wirklich richtig viel Arbeit. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Genau, dann war das hier rechts an der Kirche. Richtig, genau. Och, Mädchen. Ah. Wenn du deine Augen nicht überall hast, die latschen dir sogar durch die Fahrzeuge durch. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist der Wolleverkauf. Wir rufen nochmal eben die Karte auf. Über der Reiz mal beim Wolle-Symbol und dann hier hinten in diesem Trigger. Oh, was ist mit der Wand passiert? Ah, wir machen das mal so. Genau. So, 11629 ist der Kontostand. Jawohl, 4800. Sehr schön. Also, das lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich, wenn wir nachher doppelt hierher fahren, also mit Anhänger, dann kriegen wir pro Fahrt 10.000, was natürlich auch okay ist. Auf dem Spielstand normal. Also so unattraktiv sind Schafe eigentlich gar nicht. Ich meine, wenn du für zwei Paletten 10.000 bekommst und die verbrauchen ja auch nicht viel. Die verbrauchen ja nur so ein bisschen Gras da oben. Und falls der Wassermod verbaut ist, auch noch Wasser. Aber ja, das ist ja okay. So, dann müssen wir hier wieder links. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann fahren wir wieder zurück zum Schafhof. So, wir drücken mal ein bisschen auf die Tube hier. Das war's auch schon. Denn wir sind nämlich schon da. Sehr schön. Und die Schafe sind am Schreien hier. Jawohl, der Papa ist wieder da. Ja, Hallöchen. Ja, fein. Ja, du auch? Komm mal her. Das schwarze Schaf in der Familie, hä? Ja. So, hätten wir das auch geklärt. Und dann, genau, können wir uns den Kollegen hier nochmal schnappen? Lassen wir mal die Palettengabel hier stehen und schnappen wir uns nochmal den Ballenspieß. Dann würde ich sagen, lagern wir die Ballen mal eben ein. Und das würde ich gerne hier oben in der Halle machen, denn da haben wir eine richtig coole Zufahrt dafür. Und dann sind sie auch ordentlich und schön weggestapelt. Ich zeige euch nochmal eben die Zufahrt hier. Genau, also hier unten rechts fahrt ihr zum Füttern und hier links geht's hoch in die Scheune.
Und hier können wir schön die Ballen reinstapeln. Das werde ich jetzt auch mal machen. Denn mit dem JCB sind wir ja hier völlig agil. Der kann ja auf der Stelle drehen, was ihn ziemlich einzigartig macht. Und deswegen haben wir ihn hier auch am Schafhof. Genau, dann fangen wir mal an, die Ballen wegzustapeln. Allerdings leider erst in der nächsten Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne einen Daumen da. Und wenn du zum ersten Mal da bist, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Und dann bist du ständig informiert über neue Videos, verpasst keine Folgen mehr. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.